Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden. Das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frommümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Die Sachen sehen aus, als hätten wir sie schon tausendmal gewaschen. Da sind lauter Löcher in Schorschs Anziehsachen drin. Wenn man Anziehsachen sehr oft wäscht, bekommen sie Löcher. Schorsch, ich sehe ja deinen Po. Es wird Zeit, dass Schorsch etwas Neues zum Anziehen bekommt. Mama Wutz geht mit Peppa und Schorsch in ein Geschäft für Kinderkleidung. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen ein paar neue Anziehsachen für Schorsch. Das trifft sich aber gut. Dies ist ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst müssen wir mal Maß nehmen. Streck doch mal deine Arme aus. Schorsch hat Angst, dass Sie ihn gleich kitzeln wollen. Ich verspreche, dass ich dich nicht kitzeln werde. Meine Güte. Du bist aber ein großer, starker Junge. Da siehst du es, Schorsch. Frau Mümmel hat dich gar kein bisschen gekitzelt, stimmt's? Nein. Aber ich kitzel dich. Schorsch liebt es, wenn Peppa ihn kitzelt. Fein. Mal schauen, ob wir was Schönes für Schorsch finden. Wie wär's denn damit? Der wird dich schön warm halten. Oh. Am besten probierst du den Pullover mal an, Schorsch. Hier. Schorsch trägt einen großen, dicken Pullover aus Wolle. Der sieht kuschelig aus, Schorsch. Weiß ist vielleicht keine gute Farbe, wenn man gern in Pfützen springt. Wie wär's damit? Viele bunte Farben, gar kein Weiß. Schorsch, du siehst ja aus wie ein Clown. Nein. Schorsch möchte nicht wie ein Clown aussehen. Das sind zu viele Farben. Wie wär's mit einem Anzug? Und jetzt siehst du aus wie ein Pinguin. Ja, das sieht irgendwie nicht aus wie Schorsch. Wie gefällt Ihnen das? Hallo, Madame Gazelle. Hallo, alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh! Wow. Wow. Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen?
Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja. Was sagt Mama Wutz dazu? Ich finde, es könnte nett werden. Es ist hunderte Kilometer weit weg. Wir müssen ins Ausland. Bitte, Papa Wutz. Okay, dann fahren wir zusammen. Hurra! Peppa und ihre Familie warten am Bahnhof. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alle an Bord! Volle Kraft voraus! Sind wir bald da, Mama? Nein, Peppa. Es ist eine lange Reise. Du musst ein bisschen Geduld haben. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicke-di-klack, klicke-di-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicke-di-klicke-di-klack. Ich hab ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinen Wasserhähnen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe, bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Fragt mich alles, was ihr jemals über Obst und Gemüse wissen wolltet. Nur zu! Wie hoch war das Istgebäude, von dem Sie gesprungen sind? Bitte was? Warum ich Karotten so überaus liebe? Das kann ich dir sagen. Ich finde sie einfach so lecker. Laufen Sie schneller als eine Eisenbahn? Welches Gemüse dafür sorgt, dass du schneller läufst? Eine wirklich gute Frage. Ich würde da empfehlen, Rosenkohl. Haben Sie auch schon mal eine Kartoffel gegessen? Obst und Gemüse machen uns stark. Denk immer dran und iss 5 am Tag. Heutzutage empfehlen die Ärzte aber 7 Häppchen am Tag. Denk immer dran und iss 7 am Tag. Genau. Und als Dankeschön für den Besuch wollen wir Superkartoffel jetzt herzlich applaudieren. Dankeschön, Dankeschön und denkt daran, Kinder, immer schön Obst und Gemüse essen. Superkartoffel hat das Gebäude verlassen. Oje, hab ich ihn verpasst? Ja! Er war spitzenmäßig. Schön, es war nett, euch kennenzulernen, aber jetzt muss ich leider auch wieder los. Wiedersehen. Kommt, Kinder, wir winken Mr. Kartoffel zum Abschied. Oje, das Auto von Mr. Kartoffel springt nicht an. Ich komme hier nicht mehr raus. Mr. Kartoffel steckt fest. Hilfe, lass mich raus. Was sollen wir bloß tun? Hilfe, wir rufen Superkartoffel. Lass mich raus. Superkartoffel, Superkartoffel. Er ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um zu kommen. Stopp, Kinder, Kinder. Diesmal wird es ganz sicher nicht funktionieren. Doch, Madame Gazelle, Sie müssen auch mithelfen, dann kommt er. Wie du meinst. Hilf uns, Superkartoffel.
Bitte? Es funktioniert nicht. Wir sollten besser... Was ist das da oben im Himmel? Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Nein, es ist eine Kartoffel. Aktiviere Superkartoffelstärke. Ich bin bereit. Hurra! Wir können nicht segeln gehen, weil Opas Boot gesunken ist. Oje, kommt, springt einfach rauf auf mein Schwebefahrzeug. Hurra! Also ich weiß ja wirklich nicht, ob das... Haltet eure Hüte fest! Opi Mümmels Schwebefahrzeug fährt auf dem Land und auf dem Wasser. Ich habe es selbst gebaut. Da würde man nie drauf kommen, oder? Das Teil brauchen wir eh nicht. Du kannst dir nicht mit diesem Teil herumkurven. Du bist ja kein Mitglied im Segelverein. Aber du bist doch Mitglied im Segelverein. Ja, aber... Dann ist das wohl in Ordnung. Ja! Es geht doch nichts über einen friedlichen Segelausflug. Das Säuseln der sanften Wellen, die Ruhe des weiten... Was für ein entsetzliches Geräusch! Oh, da drüben! Perfekter Tag für einen Segelausflug! Schon wieder diese Monstermaschine! Das ist doch Opa Wutz, oder? Hallo? Yippie! Sagt mal, hat noch jemand Durst außer mir? Wir könnten etwas zu trinken kaufen in der alten Hütte da drüben. Das ist keine alte Hütte. Es ist das Vereinscafé des Segelvereins. Nur für Mitglieder. Ja, wie auch immer. Wir fahren hin und kaufen uns was zu süffeln. Hallöchen. 4 Becher Fruchtsaft, bitte. Ich darf Ihnen leider nichts verkaufen, es sei denn, Sie sind Vereinsmitglied. Ich zwar nicht, aber er hier. Hallo. Bitte 4-mal Saft. Ah, bitte sehr. Ist das Leben nicht herrlich? Blau sind Himmel und Meer, Boote segeln umher. Aber die Boote segeln gar nicht umher, Opi Mümmel. Wir haben keinen Wind. Ohne Wind können Segelboote nicht segeln. Hilfe! 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 Wir müssen Hilfe. Sie retten, Opi Mümmel. Wenn es nicht drumherum geht, dann geht es vielleicht oben drüber. Nein, das wäre doch dumm. Und wie wäre es, wenn man unten drunter herfährt? Oh, ein Tunnel. Da hätten wir ganz schön was zu tun. Oh, da ist jemand an der Hintertür. Oh, hallo. Es ist der Bruder von Herrn Bulle. Hallo, entschuldigen Sie den Lärm. Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen. Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlang führen soll. Hallo zusammen. Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor. Ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle. Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg. Ich habe gesagt, Sie sollen einen Tunnel bauen. Ja, ein Tunnel wäre gut. Ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun. Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt. Wir können einen Tunnel bauen. Ich grabe von dieser Seite. Und ich grabe von der anderen Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel. Stopp! Der Tunnel ist fertig. Und die neue Straße ist fertig. Hurra! Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen. Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird. Viel schneller ist man auf der Straße nicht. Es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut, das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh, brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe.
Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima! Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's! Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß! Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll. Willkommen im Reich der Höhle. Oh, es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord! Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Und jetzt alle wieder aussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge, das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Wie kann er denn dann so groß sein? Ich bin groß, weil ich eine Giraffe bin. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh, ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, während Peppa bis zehn zählt, müssen sich die anderen verstecken. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig.
Fang auf, Klausi. Fang auf, Pedro. Fang, Pepper. Oh. Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein. Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja. Und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Wiedersehen. Papa, wie kommen wir jetzt nach Hause? Mit dem Taxi. Oh, es ist fort. Und Sie waren im Urlaub, oder? Ich bin sehr müde von der Reise. Wäre es Ihnen recht, wenn wir nicht plaudern? Plaudern? Ja, die Leute plaudern heutzutage sowieso viel zu viel. Schnatter, schnatter, schnatter. Bla, bla. Manche Leute können stundenlang reden, ohne Luft zu holen. Meine Schwester zum Beispiel. Hallo, Taxizentrale? Und wie können wir euch heute helfen? Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Boah. Ja. Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen. Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie da hingekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja, da wären wir. Ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh.
Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Es gibt ja eine Menge anderer Berufe wie zum Beispiel Bauarbeiter oder Schriftsteller. Wenn ich groß bin, will ich ein Pirat werden. Harr. Bei Piraten ist immer was los. Und sie machen Yo, ho, ho. Ja, ich weiß nur nicht genau, ob Pirat wirklich als ein Beruf zählen kann. Entweder ein Pirat oder ein Bauer. Oh ja, ein Bauer zu sein ist viel besser. Du würdest anbauen, ernten und für uns alle Nahrung herstellen. Und dann sage ich noch allen Tieren, was sie tun sollen. Fein. Ich werde später Superheld Pedro. Als echter Superheld hast du ganz große Aufgaben. Du musst schneller rennen als die Bahn, auf hohe Gebäude hinaufspringen und... Ich wollte eigentlich nicht alle Superheldenaufgaben erledigen. Ich will nur allen Leuten sagen, was sie tun sollen. Ja, natürlich. Die Spielgruppe ist zu Ende. Die Eltern kommen, um die Kinder abzuholen. Hallo, meine kleinen Schweinchen. Erzählt mal, was habt ihr heute in der Spielgruppe gelernt? Madame Gazelle hat gefragt, was wir sein wollen, wenn wir groß sind. Das klingt ja nett. Nicht wirklich, Mama. Alle anderen wissen schon, was sie mal werden wollen. Nur ich habe keine Ahnung. Weißt du denn schon, was du mal werden willst, wenn du groß bist, George? Claudia. George möchte ein Dinosaurier werden, wenn er groß ist. Da hörst du's. Keine Sorge, Pepper. Du hast jede Menge Zeit zu entscheiden, was du mal werden willst. Okay. Was tust du denn so, Mami? Ich arbeite an meinem Computer. Und sagst du auch den Leuten, was sie tun sollen? Nein. Also dann ist die Arbeit nicht gut. Es ist Schlafenszeit für Pepper und George. Was arbeitest denn du, Papa? Ich könnte es dir erzählen, Pepper, aber ich fürchte, es wird ein bisschen zu öde. Das wird's nicht, Papa. Bitte sag mir, bitte. Einverstanden. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsie, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Oh! Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja. Dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Tut ihr das nicht weh, Pedro? Keine Sorge, ich bin Super Pedro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Pedros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro. Ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier,
Meine Nase tut weh. Verstehe. Sag ah. Ah. Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Pedros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier, an der Kanone. Oh. Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich hab keine Klingel. Ich hab eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So,
Wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipas! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten! Jawohl! Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. George hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Das da ist mein
mein Haus. Aber das ist doch Luisas Haus. Luisa Löffel wohnt in dem Hügel. Hallöchen. Hallo, Luisa. Mia ist meine neue Nachbarin. Aber wo wohnst du denn, Mia? Ich wohne unter Luisas Haus drunter. Schau es dir an. Maulwürfe leben unter der Erde. Mein Haus ist noch nicht fertig. Mein Papa baut es ja immer noch. Aha! Das ist Herr Maulwurf. Er kann sehr gut buddeln. Wie findest du dein neues Kinderzimmer, Mia? Es ist gemütlich und schön. Das ist meine Freundin Peppa. Guten Tag, Herr Maulwurf. Freut mich, dich kennenzulernen. Papa Wutz möchte Peppa abholen. Hallo. Hallo. Hallöchen, lieber Herr Wutz. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, wo Mia Maulwurfs Familie wohnt? Ja, sie sind direkt unter uns eingezogen. Sie wohnen unter Ihnen? Ja, das ist ziemlich aufregend. Hallo, Papa. Da sind Sie ja, Herr Wutz. Kommen Sie rein. Ho, ho. Wir sind noch im Umbau. Entschuldigen Sie die Unordnung. Oh, bei Umbauarbeiten bin ich sozusagen eine Art Fachmann. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen Rat brauchen. Das ist sehr nett von Ihnen, ja, aber... Ja, man braucht eine Menge Fachleute, wenn man ein Haus bauen will. Klempner, Elektriker, Architekten. Eigentlich bauen Herr Maulwurf und ich unser Haus ganz alleine. Ach so? Guten Tag, Herr Wutz. Hallo, Herr Maulwurf. Interessant, was Sie hier gebaut haben. Danke. Ein bisschen buddeln müssen wir noch. Womit stützen Sie denn die Decke ab? Mit Stahl oder mit Betonstützen? Stützen? Was denn für Stützen? Naja. Das Gute am Hausbuddeln ist, man kann tun, was man will, wo man will. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant! Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Er rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer wie jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong.
Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in den Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Pepper und Schorsche, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Pepper und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Pepper! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Pepper. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppers Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Oho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Oh. Pepper und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Mama, Papa, guck mal, ich habe einen Spielgruppenstern. Das ist ja fantastisch, Pepper. Als ich noch ein kleines Schweinchen war, habe ich auch einmal einen Stern von Madame Gazelle bekommen. Vor langer Zeit, als Mama und Papa Wutz noch klein waren, war Madame Gazelle auch ihre Erzieherin. Dafür gibt's einen Spielgruppenstern. Ich war so glücklich. Hast du viele Spielgruppensterne bekommen, Mami? Oh ja. Papa, hast du denn auch viele Spielgruppensterne bekommen? Diese Zeit ist schon so lange vorbei. Ich erinnere mich kaum dran. Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du hast keinen bekommen. Du hast niemals einen Spielgruppenstern bekommen, Papa? Nein, ich hatte nie einen Spielgruppenstern. Noch nicht mal einen ganz winzig kleinen? Nein. Nun denn, wie Papa Wutz schon sagte, ist das alles schon sehr lange her, Pepper. Und es ist auch ganz sicher nicht so wichtig. Was meinst du damit, Mami? Sie sind super wichtig. Habe ich recht, Papa? Ja, Pepper. Bist du traurig, dass du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Nun, ich habe in meinem Leben halt andere Dinge gemacht, auf die ich stolz sein kann. Und wenn du ein schönes Bild malst und es Madame Gazelle zeigst, kannst du vielleicht jetzt noch einen Stern dafür bekommen. Spielgruppensterne sind für Kinder, Pepper, und nicht für Erwachsene. Bitte,
Das Dach ist schon repariert. Dankeschön, Herr Bulle. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Hier, ein Spielgruppenstern. Oh, vielen herzlichen Dank. Guck, Papa, Herr Bulle bekommt einen Stern, dabei ist er ein Erwachsener. Es ist Abend. Peppa und Schorsch gehen jetzt schlafen. Hallo, Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut. Dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow, passt ja auf! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Wartet Sie! Halt! Ich schaffe es. Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik ihr an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Madame. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, sing, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Ah, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut.
Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat dreimal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's gerade nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100. 1000. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hauch! Hurra! Man braucht 3 Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein 2. Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Opa Wutz bastelt immer irgendetwas in seinem Schuppen. Ich schätze, es macht ihn glücklich. Schaut mal her. Oh. Ich nenne es Modell 1. Es ist mein erster selbstgebauter Spielzeugflieger. Pipafieder. Schorsch liebt Spielzeugflieger. Kann es auch fliegen, Opa? Natürlich. Passt mal auf. Die Landung ist der schwierigste Teil. Das ist der beste kleine Flieger aller Zeiten, Opa. Er könnte noch besser sein, wäre er nur größer. Darum habe ich diesen gebaut. Modell 2. Boa! Immer schön langsam. Ja, wie ich schon sagte, landen ist das Schwierigste. Sehr schön, Opa. Das wäre ja dann ein für alle Mal erledigt.
Und da du ja jetzt einen großen Flieger gebaut hast, besteht keine Notwendigkeit, noch einen zu bauen, richtig? Nein, Oma Wutz. Weißt du was? Ich hätte so gern ein Glas Orangensaft. Gute Idee, Opa Wutz. Will sonst noch jemand Saft haben? Ich gerne. Dann gehe ich mal hinein und hole uns etwas zu trinken. Dann bis später. Peppa, und vergiss nicht, auf Dolly aufzupassen. Ja, mach ich, Oma. Tschüss, Oma. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, woran ich gearbeitet habe. Das ist Modell 3. Wow. Ja, es ist größer und besser. Es hat sogar einen eingebauten Pilotensitz. Da könnten wir doch Schorsch reinsetzen. nein, das erscheint mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Oh.